Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher Elektrisiert, deinem Kanal für die Elektromobilität aus dem Herzen der Alpen. Mein Name ist Matthias und heute sprechen wir über die Ferien. Denn bald steht in vielen Bundesländern in Deutschland, auch in Österreich und auch hier in der Schweiz in den Kantonen wieder die Ferienzeit an. Und so mancher fragt sich, was passiert da eigentlich mit meinem Enyaq? Ich empfehle euch natürlich, mit dem Enyaq in die Ferien zu fahren. Doch für die, die den länger zu Hause stehen lassen, kommt vielleicht die ein oder andere Frage aus. Was passiert mit der 12-Volt-Batterie und vor allem neu mit der Hochvolt-Batterie? Klären wir in diesem Video. Auf geht's! Zu Verbrennerzeiten haben wir uns ausschließlich Gedanken um die 12-Volt-Batterie gemacht und ob das Auto nach den Ferien noch anspringt. In unserem Elektroauto ist neben der 12-Volt-Batterie auch noch eine Hochvolt-Batterie. Der ein oder andere fragt sich vielleicht, wenn ich jetzt in Ferien gehe, was passiert denn da? Ich habe den Test für euch gemacht, sodass das Ganze für euch kein Buch mit 7 Siegeln bleibt. Meine Frau und ich, wir waren für 2 Wochen in Slowenien in den Ferien mit einem Campervan. Und da musste der Enyaq in der Garage bleiben. Natürlich habe ich wieder Messwerte vor den Ferien und nach den Ferien genommen und die zeige ich euch. Und dann könnt ihr einfach mal schauen, ob das auch für eure Sommerferien passen wird. Ja, man geht ja so im Schnitt 2 bis 3 Wochen im Sommer in die Ferien. Und wer ein Sabbatical macht von 2 oder 3 Monaten, der kann da sicher auch gute Rückschlüsse draus ziehen. Steht ja schließlich auch im Bordbuch vom Enyaq, dass, wenn er länger steht, man die Batterie ein Stück weit aufladen sollte. Ja, so 30-40% sollten drin sein. Das macht einen zunächst stutzig, warum so viel? Die Messwerte von mir schaffen da Klarheit und da habe ich natürlich auch noch ein paar Tipps und Tricks für euch. Schauen wir uns zunächst einfach mal den Stand vor den Ferien an. Mein Enyaq ist auf 80% geladen, das muss man nicht vor den Ferien, das ist sicherlich zu viel, aber da ich eh immer bis 80% lade, habe ich das hier auch nicht umgestellt. Und hier sehen wir jetzt detailliert einmal die Werte. State of Charge BMS 78,8, aber wir achten vor allem auf diesen Wert hier. 56.925 Wattstunden sind jetzt laut BMS in der Batterie. Meine Frau und ich, wir gehen jetzt für 2 Wochen in die Ferien vom 17.06. bis 30.06. und dann schauen wir einfach mal, wie viel Energie verliert der Enyaq über die Standzeit. Ist das viel? Ist das eher wenig? Einige haben da ja vor allem auch die Sorge, wie voll muss ich den laden? Wie viel verliert der wirklich über längeres Stehen? Finden wir es doch einfach mal auf diese Weise heraus. Dabei darf man jetzt nicht vergessen, die ersten 25 Wattstunden sind natürlich dadurch, dass er jetzt eingeschaltet ist und die Klimaanlage läuft schon weg. Aber auf 25 Wattstunden kommt es hierbei wirklich nicht an. Schauen wir uns den Wert einfach in 2 Wochen an. Selbst während der Ferien, so wie jetzt bei mir hier in Slowenien, wo ich abends mit einem verdienten Bier die Füße ins Wasser baumeln lasse, müsst ihr nicht darauf verzichten, die Batterie eures Enyaqs zu prüfen. Denn die MyŠkoda-App, mag sie nicht immer ganz zuversichtlich sein, hilft euch da auch aus. Da könnt ihr einfach nachsehen, wie es um den Enyaq steht. Wenn ihr Angst habt, dass das doch vielleicht mehr Leistung aus dem Akku futtert, als ihr glaubt, also die Tage, wo er steht. Bei mir hat er übrigens jetzt nach über 10 Tagen immer noch laut App 80% und 349 Kilometer. Ich blende euch das jetzt hier mal ein. Und eben, für die Ängstlichen ist das auch immer noch ein sehr verlässlicher Weg, zu überprüfen, ob genug Strom in der Batterie ist. Aber nach dem Video müsst ihr wahrscheinlich sowieso keine Sorge haben. Ich gönne mir jetzt weiter hier die Natur, das schöne kalte Wasser und das kalte Bier. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich zu Hause bin und dann die Batterie tatsächlich auslese. Die Ferien sind zu Ende, 14 Tage sind vorbei und wir erwecken den Enyaq zum Leben. Da geht er an, das Crystal Face leuchtet und nur damit ihr es nochmal seht, er war die ganze Zeit über nicht angesteckt und ist noch immer nicht angesteckt. Und jetzt lesen wir einfach nochmal die Akkudaten aus. Klar, dabei wahrscheinlich sind sie jetzt etwas niedriger. Und wir dürfen nicht vergessen, er braucht jetzt natürlich auch zum Angehen, zum Hochfahren der Systeme und Co. etwas Strom. Aber das sollte sich im Bereich weniger Wattstunden bewegen. Ich stecke jetzt kurz den Adapter an und dann gucken wir als erstes mal aufs Display, was das Auto so zu melden hat. Gemäß unserem Display sind wir immer noch, ich schalte mal um, bei 349 Kilometern.
Während ich jetzt parallel hier den Car-Scanner öffne, können wir hier schon mal gucken. Er behauptet selber noch immer 80% wie beim Abfahren zu haben. Hier der Moment, auf den alle gewartet haben. Car-Scanner ist verbunden und wir sehen, 56.525 Wattstunden sind noch in der Batterie. Oder anders ausgedrückt, wir haben nicht mal eine Kilowattstunde Energie über 14 Tage reine Standzeit verloren. Zur Erinnerung blende ich hier auch nochmal den alten Wert ein. Das waren 56.900, das war das letzte, was ihr gesehen habt. 56.825 war das, was ich beim Aussteigen noch gesehen habe. Und wenn wir den Wert uns angucken, dann hat der ENIAC sage und schreibe 300 Wattstunden Energie in 14 Tagen verloren. Für mich? Ist das eine richtig gute Energiespeicherung. Die Verlustrate 300 Wattstunden, das ist so gut wie nichts. Der ein oder andere könnte sich jetzt an dieser Stelle noch Sorgen machen um die 12-Volt-Batterie. Ich habe sie zwar nicht eingangs vor den Ferien gemessen, ich kann euch aber den Stand jetzt direkt nach den Ferien zeigen. Das sind bei mir 78%. Also auch hier entsprechend völlig unkritisch. Selbst wenn wir davon ausgehen würden, dass sie bei Ferienbeginn auf 100% geladen war, was ich persönlich nicht glaube, ich schätze eher so um 90%, würdet ihr auch hier bei üblichen Ferien keine Probleme bekommen. Ihr seht also, bei der Hochvoltbatterie müsst ihr euch überhaupt keinen Kopf machen. Ihr müsst sie auch nicht auf 80% aufladen wie ich. 14 Tage und 0,3 Kilowattstunden oder 300 Wattstunden fehlen. Und die Hälfte davon sicherlich, nachdem ich den Wagen neu gestartet habe. Das heißt, kein nennenswerter Energieverlust. Wenn ihr also wirklich auf 30-40% ladet, kann euch gar nichts passieren. Auch wenn ihr 4 Wochen in die Ferien geht, selbst wenn ihr ein Sabbatical macht. Bei der 12-Volt-Batterie sieht es ein bisschen anders aus. Von 89 runter auf 78% heißt übersetzt gute 10% in 2 Wochen. Ja. Wenn die auf 90% ist und ihr habt 10% in 2 Wochen, 5% pro Woche, da könnt ihr dann auch ganz schön lange in die Ferien gehen und prinzipiell auch das Sabbatical machen. Was passiert, wenn die 12-Volt-Batterie mal leer ist? Und bei dem Auto, das machen wir mal im separaten Video. An der Stelle noch 2 Hinweise. Selbst wenn ihr mit den Batterien überhaupt keinen Stress habt und in die Ferien geht, und könnte euch, wenn ihr wiederkommt, etwas Komisches passieren. Wenn ihr beispielsweise Cassie habt, also das Keyless Entry, und ihr nähert euch dem Auto, dann passierte bei mir nach 2 Wochen rein gar nichts. Cassie wird nämlich dann abgeschaltet, um wahrscheinlich noch mehr Strom zu sparen von den Sensoren, auch wenn die ganz wenig Strom brauchen, die den Schlüssel detektieren. Ihr müsst ihn dann also einmal von Hand aufdrücken. Danach funktionierte bei mir Cassie einwandfrei. Schlimmer war das, was bei Fahrtantritt direkt nach 2 Wochen passierte, nämlich Totalabstürze. Ich blende es hier auch nochmal ein. Habe ich ja schon in einem Tipps und Tricks Video gezeigt, was da passiert. Und es ist mir direkt nach Fahrtantritt 2-mal hintereinander passiert. Das sollte nicht sein, war aber unkritisch. Ich glaube, die Rechner in der Kiste mussten sich noch berappeln. Aber hier sollte Skoda unbedingt nachbessern. Falls euch also das auch passiert, auch hier wieder nicht panisch werden, sondern ruhig bleiben, weiterfahren oder anhalten und gucken, ob sich die Kiste berappelt. Und hier wieder meine Botschaft an Skoda. Kümmert euch bitte darum, dass solche Verhaltensweisen nicht passieren. Spreche ich aber auch bei meinem Termin vor Ort noch einmal an. Ansonsten ist mir nichts aufgefallen und die Kiste surrte und schnurrte problemlos nach 2 Wochen Ferien, so wie ich es erwartet habe. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig die Sorge nehmen, was mit deinem Eni in den Ferien passiert, und du kannst jetzt völlig entspannt in die Ferien gehen. Noch besser wäre es natürlich, wenn du mit dem ENIAC in die Ferien gehst. Schreib mir doch unten in die Kommentare, ob deine Sommerferien jetzt mit dem ENIAC stattfinden oder nicht. Und wenn dir das Video geholfen hat, dann lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn du gerade schon da bist, dann würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Immerhin haben mittlerweile zwar fast 20% meiner Zuschauer den Kanal abonniert, aber hey, 80% ohne Abo, da geht mehr. Ist ein super Zeichen der Wertschätzung. Und wenn deine Wertschätzung und deine Unterstützung noch ein Stück weitergehen, na dann gib mir doch eine kleine Spende für die Mühen und die Arbeit, die ich mit diesem Kanal habe. Entweder indem du den PayPal-Link unten in der Beschreibung benutzt oder indem du das Super Thanks, das Herz mit dem Dollarzeichen benutzt
und mich damit ein wenig unterstützt. Ist natürlich vollständig freiwillig, doch vergiss nicht, ich habe die Werbung auf dem Kanal deutlich eingeschränkt. Du siehst ja zum Beispiel keine Werbung während des Videos. Du kannst von Anfang bis zum Ende unabhängig der Länge durchgucken. Und auch die störenden Einblendungen im Video selbst, die sind bei mir auch nicht vorhanden. In diesem Sinne, hier beginnt jetzt das Sommerprogramm, vor allem mit der Fahrt nach Tschechien zu Skoda. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Und bis dahin, bleib energiegeladen.